Moin moin, privat, meine Genossen, ich bin der Russian Football, willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 6. So, mit Grund sehen wir unseren wunderschönen Subaru Impreza 22B, mit dem wir in der letzten Folge die ersten zwei Rennen aus der neuesten Meisterschaft gefahren sind, der Japanese Street Kings Meisterschaft. Und heute werden wir natürlich mit dem noch ein weiteres Rennen fahren, bevor wir dann mit dem Legacy S weitermachen. So, und nochmal hier kurz bevor es weitergeht hier mit der Meisterschaft. Nämlich, habe ich ganz vergessen, die Autos für die nächste Meisterschaft, die ihr euch auch suchen könnt. Ja, und da werden wir natürlich hier wieder nach der Reihenfolge mehr alles abarbeiten. So wie es auch in der ersten Liga, sag ich mal, gemacht haben. Und es geht dann los mit der Ultimate Sport Machines Meisterschaft. Oh, okay, dann nicht. Dann müssen wir halt warten, bis wir da fertig sind mit der Scheiße. Na gut. Dann eben nicht. Dann halt später. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt, der 1909 mit einem Heißluftballonrennen eröffnet wurde. Okay, das habe ich noch nie gehört. Dass eine Rennstrecke mit einem Heißluftballonrennen eröffnet wurde. Da schießt schon das Konfetti raus, ey. Was euch mal angefangen hat. So, Mods. Welche Mods haben wir denn rein? Wir wissen, welche solche Boost-Mods, die wir ja eigentlich nicht wirklich so brauchen. Was für Indianapolis eigentlich? Ich meine nicht. Wir können ja durchgucken. Sieht nicht so aus. Na gut. Können wir mal das hier nehmen. 10% mehr Credits durch Verfolgungskamera. Dann haben wir noch ein paar Boost-Mods rein. Das hier und das. So. Und die Greta sollten auf Profi sein, genau. Los geht's. Okay. Erstmal abwürgen, sehr gut gemacht. Okay. Vitek kickt in, yo. Okay, wir haben natürlich wieder den Nachteil, weil es jetzt hier eine sehr lange Gerade sein. Oh, Kacke. Okay. Ja. Dafür. Oi, Dominik. Oh, okay. Natürlich fährt der Erste da vorne schon wieder weg, obwohl wir auf Profi fahren und nicht auf Unschlagbar. Das ist ja den Driver daran scheißegal. Mein Gott, du kack Franzose, ey. Wir kommen nur noch die MR2 geholt, dann haben wir das Rennen sicher. Wo ist hier gerade Probleme? Wir sind total nice.
Und damit sind wir noch nichts weiter, aber gleich. Ah ne, die Civic hat ja VTEC. Und 300 Millionen PS. Dank dem VTEC. Ah, er hat mal Platz gemacht. Bisschen zu viel Platz, aber. Aber dafür sind wir Zweiter. Sehr schön. Und er hat auch einen ganz schön großen Vorsprung. Den müssen wir ja nicht unbedingt noch überholen. Wir haben ja den Sieg schon drin. Aber wir kommen näher. Dass das die Frontscheibe hier richtig wird, das ist auch gut gemacht, aber auch dumm, dass es da nicht schmutzig wird, wo die Scheibenwischer langlaufen. Weil, haben wir die Scheibenwischer hier in dem Rennen einmal angemacht? Nein. Kann man die selber anmachen? Nein. Also warum ist der Teil sauber? Power Slide. Okay. Das Gefühl, dass es sich von außen besser steuern lässt als von innen. Komischerweise. Das ist eigentlich, weil das komplette Gegenteil sein sollte. Wenn ich ein Cockpit fahre, habe ich eigentlich mehr Gefühl über das Auto. Na schau, kriegen wir den FD? Vielleicht noch. Ne, den kriegen wir nicht mehr. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, wir sind hier mindestens Dritter und haben das Rennen dann gewonnen, müssen es nicht noch einmal fahren. Boom, nice. Das war sie mit dem 22B. Jetzt wird der Legacy aus der Garage geholt. Mein Gott, so. Holen wir uns den Legacy raus und drehen dann mit diesem Sleeper einige Runden, ne? Fahren wir dann die letzten drei Rennen mit dem zu Ende. So, Subaru. Das ist Volvo, das ist Nissan. Das ist ein Subaru. Und das ist der Legacy. Und weiter geht's. Sonoma, okay. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Sonoma Raceway statt. Die Strecke hat einen Höhenunterschied von ca. 48 Metern. Ja, das merkt man.
Also ein Höhenunterschied von 48 Metern ist doch einiges. So. Dann werden wir natürlich wieder hier die Mods überprüfen. Ich würde sagen, da könnten wir uns eigentlich... Wir könnten uns eins kaufen, aber wir können auch die benutzen, die wir schon haben. Das hier. Bodenhaftung und Bremsen. Aber ist für Sonoma? Wenn ja, wäre das gut. Ne. Dann nehmen wir das hier noch mit. Ein Risiko und dann vielleicht noch ein Crew-Ding. Einfach nur mal was hier. Bodenhaftung, Leistung und Bremsen. Aber Bremsen und Leistung oder Gewicht und Bremsen. Wir könnten auch einfach das Ding nehmen. Und dann hier nochmal das hier reinhauen. Das gleicht sich dann aus mit dem mit der Bodenhaftung. Dann können wir auch loslegen. In unserem Sleeper. Sleeper, der backfired. Ist ja normal, ne? Und natürlich wieder abgewirbt. Aber fährt sich sehr schön. Weil wir natürlich ein bisschen mehr dran machen können an dem Wagen. Oh Gott. Das war knapp. Wir kommen wieder gut durch das Feld hier. Das war ein bisschen zu früh eingelenkt, aber kein Problem. Wir sind ja jetzt dadurch Dritter geworden. Auch zweit. Ich glaube, der Legacy ist sogar besser als der 22B. Liegt auf jeden Fall daran, weil wir hier an dem mehr machen konnten. So besseres Handling und noch, denke ich mal, mehr Power haben. Oh, Loser. Scheiße, wenn man seinen Wagen nicht kontrollieren kann, ne? Und damit sind wir erst auch, können jetzt unsere letzten Runden hier drehen. War jetzt viel besser genommen. Oh shit, was ist denn da passiert? Da haben wir den Gogi geschlagen.
Das läuft viel zu schnell in die Kurve rein. Der ist doch ein bisschen leichter auf dem Heck als der 22B. Merkt auf jeden Fall gut. Der Unterschied ist zwischen den beiden Autos. Das ist wieder ein easy Rennen hier mal. Hätten wir auch ruhig auf Utschlapp erfahren können. Ich habe keinen Bock, ein Rennen zweimal zu fahren. Fährt sich super, der Wagen. I like it. Okay, der Wagen ist auf jeden Fall viel besser als der 22B. Und damit haben wir das Rennen hier so weit von dominiert. Nice. Gut, dann speichern wir kurz mal noch die Aufzeichnung. Dann können wir mit dem nächsten Rennen weitermachen. Ihr nächstes Rennen findet auf der Road America statt. Mehr als 800.000 Besucher zieht es jedes Jahr zu einer der über 400 Veranstaltungen. Okay, dann haben wir hier mal wieder ein Pack rein. So, und los geht's. Und diesmal nicht abwürgen, bitte. Okay. Oi! Kamikaze, alter Schwabun hier.
Das Rennen wird ein bisschen schwieriger als das vorhin. Ja, erstmal nicht lenken, sehr gut gemacht. Jo, die Driver teilen das so wie die Idioten, die im Multiplayer die Strecke fahren. Also die kürzen ja immer ab. Die meisten tun das zumindest. Oh, okay, das war auch vielleicht meine Schuld. Aber trotzdem hätte er bremsen können. Okay, das war jetzt nicht meine Schuld. Come on. Oh, der hat den Schuss schon verloren. Er hat sich verbremst. Nice. Dann sind wir Fünfter. Zwei Leute noch. Jawohl. Noch einer, noch der FD. Okay. Jetzt sind wir schon in Top 3, aber den FD schnappen wir uns trotzdem noch. Oh. Das war gut. Obwohl das eigentlich nicht gewollt war. Ich den durch. Ja. Okay, den ersten werden wir mit Sicherheit nicht überholen können, weil er wieder einen ganz schönen Vorsprung hat. Ja, versuchen kann man es trotzdem, den einzuholen. Und der ist doch nicht gerade so weit entfernt. Das ist eine Chance, haben wir noch. Und eine Runde auch noch. Komm schon. Aua. Letzte Runde. Wir können es schaffen, hier vielleicht noch einzuholen. Oder noch vielleicht sogar zu überholen. Wir müssen es ja nicht unbedingt, aber wir könnten es probieren. Sieht wohl nicht so aus, als würden wir den noch einholen können.
Na gut, zweiter Platz auch okay. Wir haben den Sieg drin. Das ist, was zählt. Nice. Gut, dann müssen wir noch ein Rennen fahren, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Mein Gott, ja, scheiß Husten. Na gut. Dann will ich aber jetzt sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Forza Motorsport 6. Das ist für Daniel.